ihr Lieben, und willkommen zurück bei Ohne Moos, nix los. Genau das könnte unser Motto sein. Wir haben 571 Simoleons auf dem Konto, immerhin schon mal etwas, haben aber eine Staffelei zu Hause und da gehen wir jetzt auch direkt hin, damit wir ein bisschen mehr Geld verdienen und uns ein bisschen mehr leisten können. Oh, ein schlechter Nachgeschmack. Ach, das Essen war nicht sehr lecker. Ja, wenn man selber nicht mal Essen herstellen kann, muss man sich natürlich auch darüber beschweren, dass das Essen nicht sehr lecker war. So, wir joggen mal eben gerade dahin. Nach Hause. Nur um dann die Animation zu kriegen, wenn wir erstmal quer durch die Stadt gejoggt statt durch die statt die Animation direkt zu kriegen, kriegt man die erst halt eben so spät. So, das räumen wir mal direkt auf. Und dann können wir endlich auch ein neues Gemälde machen. Wir können klassische Gemälde machen. Dann nehmen wir mal ein großes klassisches Gemälde und gucken mal, ob wir damit gut Geld verdienen können. Damit wir hier weiter ausbauen können und ein bisschen vorankommen. Na, was meinst du denn da? Oh, den Hasen. Oh, der ist so süß. Oh, ein Hasi. Und wir haben Level 3 der Malereifähigkeit erreicht. Sophie kann jetzt Pop Art machen. Oh, sehr schön. Und 88 Simoleons verdienen wir daran sogar. Super. Ich weiß, da steht 188, aber wir müssen ja immer für 100 Euro hier die Leinwand kaufen. Und deswegen machen wir auch gleich ein Pop-Art-Gemälde hinterher. Das haben wir ja gerade als neue Fähigkeit bekommen. Und schauen mal, was das so wird. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann ein Meisterwerk, was uns viel Geld einbringt. So. Pop-Art-Gemälde. Oh, super. 128 Simoleons verdient. Sehr schön. So geht's doch voran. Also ich finde, so kann es weitergehen, ne? Zack. Und auch wenn es ein bisschen langweilig jetzt ist zum Zuschauen, wir hauen gleich noch eins hinterher. Ihr kennt das mit dem Malen. Oh, James Lopez möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In unsere wunderschöne Wohnung. Da möchte man natürlich auch jemanden hineinladen. Da ist er schon. Der war unterwegs beim Joggen. Wer kennt's nicht? Wer so wohnt, der möchte natürlich auch Männerbesuch bekommen. Ach, das ist ein Pop-Art-Gemälde. Gut, das kann auch jedes Kind. Ah, schön, jetzt quatschen sie, während sie malt. Ich sag mal, zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Das funktioniert ja ganz gut. Und wir haben gleich schon wieder Stufe 4 erreicht. Yay. Weil wir einfach inspiriert sind. Sehr gut. Stufe 4 oder Level 4 der Malereifähigkeit erreicht. Sophie kann jetzt leichte, realistische Ölgemälde, ne, warte, leichte realistische Gemälde, leichte abstrakte Gemälde und mittelmäßig schwere klassische Gemälde anfertigen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich auf Ölgemälde gerade kam. Ja, das ist doch, also wenn man das teuer verkaufen kann, male ich das auch dann morgen mal. In Real Life. So, komm mal zu Ende. Nicht so viel quatschen. Also fertig? Oh, 233. Dann ab dafür. So, verrückten Plan vorschlagen, weil wir so inspiriert sind. Na, wollen wir ein bisschen Quatsche machen? Das Magiereich besuchen. Tarotkarten legen. Und explodieren. Ein Schatz finden. Entschuldigung, nicht explodieren, ein Schatz finden. War ja klar. Wir können aber auch in den Boxring steigen. Ja, super Idee. Machen wir. Alles klar. Ah, die beiden verstehen sich total gut, ne? Wohnungsschlüssel geben. Cool. Vor allem den Wohnungsschlüssel. Welchen Wohnungsschlüssel? So, es ist 22.15 Uhr. Ich glaube, ich muss morgen. Ja, ich muss in 11 Stunden zur Arbeit. Ein bisschen können wir aber noch mit ihm schnacken, aber wir kriegen dann irgendwann wieder ein Hungerproblem, ne? Seine Tarot wird endlich mal fertig, die Tarotpflanze. Ja, wir reden mal gerade mit ihm über Träume noch. Und ich würde sagen, wir schicken ihn dann auch nach Hause, weil wir müssen wirklich dringend dann noch was essen vielleicht und verschlafen. Tschüssi. Dag, dag. Da ist immer noch nichts dran. Ich würde sagen, wir gehen erst schlafen und gucken dann, ob wir irgendwo noch was zu essen kriegen. Ah, wir können
Moment, gute Idee. Wir können ja selbst einen Grill kaufen. Oh, wir holen die Grilltrommel. Wir stellen das schön weit weg, weil, Brände und so sind jetzt durch das Update stärker, dass die überspringen. Und dann haben wir selber einen Grill. Endlich brauchen wir nicht mehr zu Nox gehen zum Grillen. Wir haben sogar selber einen Grill. Ist doch super. Jetzt geht es, wo es vorangeht, ist es auch alles einfach, alles viel einfacher. Selbst das Quatschen von mir. Weil man endlich mal weiß, worüber man reden kann. Anstatt immer nur, wir haben nichts, wir haben nichts, wir haben nichts. So, dann wollen wir mal gucken, was machen wir denn? Würstchen grillen wir mal für uns. Wir fühlen uns nicht wohl, weil wir Hunger haben. Hauptsache, wir fangen jetzt nicht an zu brennen. Na, Hauptsache, wir fangen jetzt nicht an zu brennen. Ich hab's doch gerade gesagt. Ernsthaft. Es kann auch wieder nur mir passieren. Ich sag gerade noch, Hauptsache, wir fangen nicht an zu brennen. Und was passiert? Es brennt. Oh, Moment, wir rufen mal die Feuerwehr. Feuerwehr anrufen. Hallo, Hilfe. Panik. Ich tue unnütze Dinge und rufe nicht die Feuerwehr an. Danke für deinen Anruf. Die Feuerwehr ist unterwegs, um dir zu helfen. Du gehst ja jetzt nicht hin. Oh, da ist er. Yay. Oh, mit Kollege gleich dabei. Ja, da ist immer noch ein Brand. Das, lasse ich mal unbeantwortet. Das, war bestimmt gerade unglaublich wirksam, seinem Kollegen das in den Hintern zu schießen. Yay! Sophie hat als Versicherungszahlung für die Objekte, super, die beim kürzlichen Brand auf dem Grundstück beschädigt wurden, 240 Simoleons erhalten. Das ist doch schon mal gut. Feuer wurde gelöscht. Dafür, dass unsere Tonne kaputt ist, ist natürlich nicht gut, aber wir können uns nicht mal eine neue leisten. Wow, wir konnten ja echt lange grillen. Wieso muss immer. Kannst du das mal. Hallo? Ach, na toll. Portion nehmen. Was möchtest du tun? Arbeit gehen? Zu Hause bleiben? Nein. Ich möchte natürlich zur Arbeit, aber gleich. Ach komm, wir gehen aber. Können wir vorher noch duschen? Ohne Teller in der Hand? Hey, jetzt leg doch den Teller ab. Oh, ist ja gar nicht buggy, ne? Ich liebe sowas. Jetzt lass doch mal den Teller los. Jetzt, hallo? Aufräumen. Schön. Hände waschen. Ich liebe Sims. Es ist so unglaublich bugfrei. Wir gehen einfach zur Arbeit. Aktion brauchen wir gerade nicht ansehen. Wir gehen jetzt einfach zur Arbeit. Mit unserem Teller in der Hand. Wie gehen wir zur Arbeit? Arbeit. Hallo. Wieso geht sie nicht zur Arbeit? Ach. Wir reisen mal. Vielleicht lässt sie dann endlich mal ihren Teller los. So, und wir reisen, keine Ahnung. Zu denen, die immer grillen. Die wenigstens noch einen Grill haben. Bitte lass den Teller los. Sie hat den Teller losgelassen. Gott sei Dank. Kann ich 4 Minuten bis zur Arbeit? Hey, es war doch gerade schon Arbeitszeit. Okay. Und zur Arbeit gehen. Sehr gut. Oh, das war ja ein komischer Bug mit dem Teller. Und Nox, naja, er grillt mal wieder halt, ne? Was auch sonst. Oh, was war das denn gerade? Ey, ich grille und sage, hoffentlich brennt es nicht. Und genau in dem Moment fängt es einfach an zu brennen. Wie mies, ey. Jetzt ist sie natürlich angespannt und alles. Und sie stinkt, weil ich nichts vorher ändern konnte. Vor der Arbeit. Auch das ist total doof. Ach, Mann. Oh, James möchte wieder vorbeikommen. Das ist aber lieb. James Lopez fragt sich, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen. Was? Und abhängen möchte. Möchte ich zu ihm hin? Aber ich stinke. Na gut, ich gehe jetzt stinkend hin. Vielleicht kann ich bei ihm duschen.
Ein bisschen Mief. Mief. So, oh, lustige Geschichte erzählen hier. Autarkie hat die meisten Stimmen von der Gemeinschaft erhalten und tritt sofort in Kraft. Yay! Sehr schön. Erstmal ziehen wir uns um. Outfits. Outfit ändern. Unser Sommeroutfit ziehen wir mal an. So. Ja, wir stinken halt total, ne? Ich meine, dass der gerade sich mit uns nicht unterhalten möchte, kann ich voll nachvollziehen, weil wir einfach mufen. So. Gehen wir gerade zu ihm rein. Mal Hände waschen. Zähne putzen. Wo ist er denn? Kommt er gar nicht nach, doch. Garfield. Garfield pennt einfach mitten im Flur. Garfield? Lebst du noch? Ja. Oh, Garfield. Auch nicht schlecht. So. Ich gehe mal nochmal gerade Hände waschen. Ich möchte nicht zu ihm stinkenderweise gehen halt, ne? Ich wollte es auch jetzt nicht absagen, weil wenn er schon einlädt, ist ja voll lieb, aber so. Über Probleme beschwere ich mich mal. Weißt du, bei mir hat es gebrannt. Ich war gerade an Grillen. Und habe gerade gesagt, hoffentlich fängt sie an zu brennen. Und dann brennt's einfach. Mit einem Füller. Und Tinte. Echt, ich kann nicht voll nachvollziehen. So. Jetzt muss einer, der uns versteht. So, wir flirten mal hier noch ein bisschen mit ihm. Ja, mach einfach mal. Oh ja, hier. Gleich erstmal richtig angeben vor der Dame. Easy. Easy. Oh, er ist materialistisch. Okay. Na, was? Warum? Oh, wie peinlich. Oh, Unsicherheit mitteilen. Hey, tut mir voll leid. Wollte ich so nicht. Oh, letztes Mal springt er drauf an und jetzt ist er so... Was will er hinter mir? Was tut er da? Okay, das war komisch. Da müssen wir halt eben noch ein bisschen so quatschen. Oh, ist dein Katzenklo voll? Hast du überhaupt ein Katzenklo? Du hast kein Katzenklo. Okay, ich habe sie einziehen lassen und habe dir noch kein Katzenklo besorgt. Sollte ich vielleicht mal nachholen. Oder gaffe ich sie einfach mit zu mir, wenn wir endlich ein Haus fertig haben. Die gehört nämlich James. Ich würde sagen, wir düsen mal nach Hause. So, wir sagen mal tschö mit Ö und düsen nach Hause. Weil wir immer auch angespannt sind und eigentlich überhaupt nicht gut drauf sind. Um wirklich uns mit einem Mann zu treffen. Ach ja. Hier können wir nochmal verkaufen. Alles verkaufen. Obwohl, sind die auch fertig? Oh, nee, warte, dann nicht alles verkaufen. Glockenblumen verkaufen und die Taro-Frucht hier. Was denn? Oh, setze ich hier. Die ernten wir mal. Und dann können wir auch noch alle gießen. Dann haben wir schon mal wieder hier. Die wollte ich alle verkaufen. Glockenblumen verkaufen. Macht ihr dann immer nur eine, oder? Ja. Dann machen wir halt alles verkaufen. So. Ja, dann geh halt erst auf Toilette. Ich zwing dich ja nicht. Moment. So, schon geht's besser. Alles ernten. Zack. Wieder hier was zu essen haben. Von der Taro-Früchten pflanze ich mal eben gerade noch ein paar an. Weil wir ja hier unsere Möhrchen nicht mehr haben. Die sind ja nur im Frühling und Herbst, soweit ich weiß. Und von daher, ja, die möchte ich verkaufen. Und hier noch. Das sind nur 9 für Taro-Frucht. Und die Kerze möchte ich auch gerne noch verkaufen. So. Die kannst du alle mal pflanzen. Und eine essen. Hoffe ich.
Aber sie pflanzt die letzte jetzt nicht ein. Ich meine, das ist auch egal. Okay, sie pflanzt sie einfach ein. Ja, das geht auch schlecht. Essen, wenn sie in der Erde steckt, geht ein bisschen schlecht. Aber naja. Dann gehen wir mal duschen. Wir sind immer noch angespannt wegen dem Feuer. Oh, immer noch 2 Stunden. Scheiße, ja. Habe ich nicht gesagt. Ich ersetze das jetzt nicht. Das ist ja häufig, das wieder anzubrennen. Da muss ich mir was anderes überlegen. Außerdem, unser Nachbar grillt ja immer. Da können wir uns auch was mitnehmen. Was tut sie da? Okay. So, wir müssen gleich bestimmt wieder zur Arbeit. In 5 Stunden müssen wir erst. Gut, dann können wir ja mal gucken, dass wir was zu essen auftreiben. Oh ja, jetzt wieder was. Aber ist nicht reif. Wir gehen mal in eine Bar. Da können wir ja auch was an der Theke halt eben bestellen. Die haben bestimmt noch offen. Die Party geht da bestimmt bis 6 oder so. Ich weiß, die haben rund um die Uhr auf, aber... So. Oh, hier ist sogar noch... Hier ist wirklich noch jemand. Oh je. Ah, was eine Schönheit. Alles klar. Dann bestellen wir bei ihr mal... Pita. Die ist echt eine hübsche, ne? Also finde ich. Schönes Simon. Zoe Patel. Junge Erwachsene. Gefällt mir. Schick. Ne, jetzt möchtest du auch essen hier. Genau. Yes, Ba. Press Larkim. Und Miss. Warm up. Oma, Rinka Shalbo. Oh, Schmuggelsombra. Wixona Zarspa. Robay Seplurbis. Hier ist auch ein Kamin. Soll ich die mal anzünden, dann brennt sie bestimmt gleich. Ich mach mal. Anzünden. Ich seh schon kommen. Oh, jetzt setz sie bloß hier wieder hin. Ja, hier hin. Ja, sitzen. Zack. Geh da weg. So. Falls es brennt. Okay, es brennt nicht. Glück gehabt. Tischdecken hatte ich irgendwie noch nie. Ungezwungen, oder okay. Guck mal, was können. Oh, das ist ja süß. Oh, cool. Gab es das vorher schon, vor dem Pack? Oder ist es jetzt, oder ist es mit dem Update gekommen? Das ist ja voll süß. Oh, jetzt werden wir noch müde, ne? Wie lange haben wir noch bis zur Arbeit? 3 Stunden. Ja, dann düsen wir hier kurz hin und machen hier noch ein Nickerchen. Bis nach Hause schaffe ich es, glaube ich, nicht mehr. Ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber dann machen wir halt noch ein Nickerchen. Schnarch, schnarch. Hallo, eingehende Warnung. Sophie muss in etwa 1 Stunde zur Arbeit. Was möchtest du tun? Ich würde sagen, wir arbeiten heute mal von zu Hause aus, oder? Wir haben ja eh noch nicht genug geschlafen. Und dann gucken wir mal, was für Aufgaben wir kriegen, wenn wir von zu Hause aus arbeiten. So, wir brauchen Recyclingmaterial und die Gemeindetafel überprüfen. Mehr nicht? Das ist alles. Kann ich ja immer zu Hause bleiben. Viel entspannter. Gemeindetafel. Ja. Ich wollte immer hinlaufen, oder wie? Das ist ja... unser für alle hat gewonnen. Ja, das ist ja, entspannt. Das ist ja wirklich... Ja. Wir machen hier auch mal noch was. Nämlich grüner Gärtner. Jetzt. Yes. So, und dann düsen wir hier mal eben gerade zu den Greenbergs, weil wir können dort natürlich wieder vor Ort was an Recyclingmaterialien bekommen. So, das heißt, wir gehen mal eben gerade hier hin. Ich weiß gar nicht, habe ich was im Inventar? Ach, die Kopfhörer, ja, die brauche ich auch gar nicht. So, die recyceln wir mal eben gerade noch. Zack. Ich weiß, ich muss meine Rechnung noch bezahlen. Ja.
So, und wir haben Recyclingmaterial. Yay! Damit haben wir ja die Arbeit für heute getan. Das war ja einfach. Und düsen dann jetzt mal eben gerade nach Hause, um die Rechnungen zu bezahlen. Und wir folgen mal wieder. Wir rennen wieder komplett bis nach Hause, um dann den Ladebildschirm zu bekommen. Sehr glorreich. So, und hier zu Hause gehen wir jetzt mal gerade die Rechnung bezahlen. Muss ich das überhaupt noch zu Hause machen oder kann ich das auch hier irgendwie? Nee, ne? Rechnungsinfo anzeigen. So, Grundstücksteuer, Wasser. Ich dachte eigentlich, ich wäre fernab vom Netz, ne? Wo bin ich wohl nicht? Hm, na gut. Minus 8, okay. Gut, wir bezahlen einfach mal die Rechnung, die da drin ist. Dann haben wir das schon mal erledigt. Wir haben ja 1150, jetzt haben wir 1081. Wir kommen gut voran jetzt. Das finde ich echt super. Und dann malen wir eben gerade noch ein Bild. Mal gucken, was sie jetzt malt. Realistisches Gemälde. Und verkaufen das. Wir kommen echt gut voran jetzt langsam. Ich meine, das hier mit dem von zu Hause arbeiten, das war ja super einfach. Also, das war schon ein bisschen zu einfach. Aber gut, wenn es so ist. Sagt man nicht nein zu, ne? So. Wir haben ein paar Bäume gemalt. Sehr schön. Ach, das gibt aber wenig. Es gibt ja nur 22 Simoleons. Oh, schade. Naja. Sollte erstmal reichen. Gut. Und dann würde ich sagen, wir sind schon wieder bei der 20-Minuten-Marke. Diese Folge auch wieder viel geschafft und gelernt, auf gar keinen Fall zu sagen, hoffentlich brennt es nicht, weil es dann definitiv brennt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge. Schauen wir mal, was mir da wieder passiert. Wir hatten jetzt schon das Geisterfahrrad. Hoffentlich brennt es nicht und es fängt einfach an zu brennen. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, bei Sims 4 habe ich irgendwie immer solche Momente. Und einen Bug haben wir gerade gefunden, wenn es brennt, dass sie den Teller nicht loslässt. Kommt leider alles ein bisschen vor nach dem Updates, die ganzen Bugs. Aber mal schauen, wie wir jetzt nächsten Tage weitermachen. Wir kommen super voran. Wir haben 1103 Simoleons. Wir können bald wieder ein bisschen weiterbauen. Und das freut mich sehr, weil wir dann auch ein bisschen Abwechslung haben. Von daher sage ich euch, schönen Tag euch noch. Oder Abend, je nachdem, wann ihr es guckt. Oder Nacht, wer weiß. Wir sehen uns morgen wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich euch einfach nur das Allerbeste. Wir sehen uns. Bis dann.